Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Ich spiele oder rumgedaddelt oder wie ihr es auch immer nennen wollt. Vielleicht suche ich mir auch noch einen tollen neuen hippen Namen aus, denn ich habe etwas bemerkt. Ich bin ja tendenziell erstmal nicht beratungsresistent und es gibt zwei, drei Stimmen, die an mich herangetreten sind mit der Aussage, dass du, also kleines Vorwort, dass du kein Mindtest mehr machst. Können wir insoweit nachvollziehen. Irgendwann ist die Luft halt erstmal ein bisschen raus, man braucht auch mal was anderes, Varianz und so. Aber das ist schade, weil in den anderen Formaten, die du im Moment machst, da sprichst du so wenig. Das schmeichelt mir natürlich erstmal ungemein. Also das meine ich auch wirklich so, wie ich sage. Es gibt, scheint Leute zu geben oder gegeben zu haben oder hoffentlich immer noch zu geben, denen die Themen, die ich angesprochen habe oder auch die Art und Weise, wie ich auf Themen eingegangen bin, ich möchte sagen, fast schon besser gefallen hat als das eigentliche Mindtest-Gameplay. Und vielleicht schaffe ich es ja mit diesem schönen Spielchen hier. Dabei handelt es sich um Simutrans. Das ist eine 2D-Retro, und ich denke, das sieht man, Wirtschaftssimulation, die mich persönlich schon sehr viele Stunden vor dem PC gefesselt hat. Hat mich Abende durchzocken lassen, weil es einfach, es ist wie Modelleisenbahn bauen, nur am PC, mehr oder minder. Inklusive Schiffe, Flugzeuge und natürlich auch LKWs und sowas. Und auch wenn mich einige hassen, deswegen favorisiere ich persönlich ein bisschen mehr als Open Transport Tycoon, wobei Open Transport Tycoon bis heute den grandiosen Vorteil hat, dass es irgendwie auf uralte Hardware läuft und zwar brockenflüssig. Also, na gut, liegt wahrscheinlich am Quellcodegeber. Ja, also das hier ist Simutrans in Version 120.0.1. Und was ihr seht, ist das Pack 64 für eben diese Version. Für 120.0 speziell gibt es bislang nur das Standardpack, was ihr hier seht, und ein japanisches Pack. Ich kann das ja mal laden. Ich habe die Hoffnung, dass die Fenster nicht so sehr rumzicken. Ich kann es nicht laden. Visuelles Design nennen, doch kann ich. Nee, kann ich nicht. Hä? Das weiß ich gerade gar nicht, was das ist hier. Man kann ja Simutrans auch im Fernseher spielen, ich erinnere mich, da gab es mal einen Port. Naja, unabhängig davon, ich glaube, ich kann es jetzt so nicht ändern. Missionen sparen wir uns, sind mittlerweile implementiert worden, war lange Zeit nicht so. Spielerfarbe auswählen sparen wir uns auch. Es scheint hier jetzt nicht zu gehen. Wähle Mission online spielen? Nee, hier ist es auch nicht. Gut, das wählt man nämlich vor dem Spielstart eigentlich aus. Vielleicht zeige ich das bei Gelegenheit mal. Das ist aber nicht nur eine rein optische Geschichte, sondern dann ändert sich auch das Gameplay an sich. Ihr merkt, das hier ist gerade so ein bisschen eine Intro-Folge. Das heißt, Dinge, die ich jetzt mit diesem Pack hier anstelle, mit dem Pack 64, dem Standardpaket, kann ich nicht auf dieses Japan-Paket übertragen. Übrigens, die 3 Millionen anderen Pakete, wohingegen es auch ein deutsches Paket gibt, also ein optisch deutsches Paket, sind trotzdem kompatibel zu der jetzigen Version, aber es kann halt sein, dass es hier und da mal eckt. Und für optimale Kompatibilität habe ich eben das normale Pack 64 genommen. Naja. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sagen ein neues Spiel. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Wir suchen uns eine schöne kleine Karte aus, die uns hoffentlich ein bisschen Spaß bringen wird. Ich bin eher so der Landbau-Bastel-Typ. Aber es darf auch hier und da mal so ein kleiner Fluss dabei sein. Vielleicht nicht, dass es so komplett karteneinnehmend ist, aber dann doch so ein bisschen. Das sieht eigentlich nett aus. Wobei, das ist mir schon fast wieder... Nein, das ist wirklich nett. Das nehmen wir. Wir orientieren uns an den Grünflächen. Und wenn hier irgendwie Städte an der Küste sind, dann verbinden wir die schön mit Schiffen irgendwann, wenn wir die Kohle dafür haben. So machen wir das nämlich. Hier tue ich eigentlich immer relativ wenig rumfuchsen. Man sieht, man kann hier jetzt auch noch ein bisschen vergrößern und verkleinern. Aber das lassen wir jetzt einfach mal, wo es ist. Anfängermodus sparen wir uns auch. Wenn ich pleite gehe, dann gehe ich pleite. Und, Anzahl der Städte, Stadtgröße, Fabriken und Geschäfte. Ja, wir lassen das einfach mal alles so, wie es ist. Wir legen jetzt endlich los, nachdem wir 5 Minuten drin sind, ohne was gesehen zu haben. Also, go, go, go. So, da starten wir direkt in Chemnitz. Ich weiß nicht, ob das ein Zeichen sein soll. Es wäre schön, genau, wenn die Stadt Chemnitz auch laden würde. Also es gibt so, ich sag mal ganz vorsichtig, es gibt so eine Zoom-Stufe, auch wenn das man hier wunderbar rein und raus zoomen kann. Es gibt so eine Zoom-Stufe, in der es optimal aussieht. Das ist die jetzige. Und alles, was näher geht, ist halt ein bisschen grob. Und alles, was weiter weg geht, ist halt ein bisschen unerkennt, also unkenntlich. Was nicht heißen soll, dass es nicht geht. Gut.
guck grad mal, FPS bleiben konstant, Größe ist gut, okay. Alles klar. Lang nicht mehr aufgenommen. Pass mal auf. Anzeige, da machen wir erstmal das, was ich immer mache. Wir minimieren die Bäume. Und wir nehmen die Transparenz raus. Wir wollen einfach kleine Bäume haben. Wir wollen wissen, wo Wälder sind. Denn Wälder verursachen Baukosten, wenn man Straßen durchlegt. Aber sie sollen uns durch die Sicht versperren, deswegen machen wir kleine Bäume. Und durchsichtige Wälder finde ich persönlich unglaublich hässlich. Deswegen machen wir das lieber nicht. So, dann wollen wir mal ein bisschen durch die Gegend scrollen. Also, was haben wir denn hier? Hanau, Potsdam, Alsdorf. Ist alles zufällig generiert. Das hat also jetzt keine kartografischen... also hier seht ihr ja Köln, Jena, Bottrop. Also die... Naja, wobei Köln und Bottrop. Egal. Neues. Da ist übrigens Gewitter. Das ganze Jahr. Wer es nicht kennt, Gewitter, wo... in eurem Lieblings-Videoportal. Einfach mal Gas geben. Es gibt Stimmen in dem Forum von Simontrans, die sagen, mit Personenverkehr verdient man am meisten Geld. Es gibt Stimmen, die genau das Gegenteil sagen, von wegen, man soll die Industrie melken, bis sie zerbricht, wie den Krug. Wir wundern uns erstmal, dass mitten im See eine Insel ist mit einer Touristenattraktion. Sehr gut generiert. Da ist ein Leuchtturm auf einer kleinen Insel, ist auch sehr süß. Ich würde sagen, für den Anfang versuchen wir uns hier niederzulassen. Hier sind drei Orte relativ nah beieinander. Und einer, der ein bisschen weiter weg ist, das ist so ein bisschen die Cash Cow. Wir probieren das einfach mal aus. So, jetzt haben wir nur noch eine halbe Folge für eigentliches Gameplay. Ich erkläre immer noch so ein bisschen nebenher am Anfang. Später, wenn das alles dann sich so ein bisschen gesetzt hat, dann geht's dann über zum Dirty Talk. Wenn denn gerade was ansteht. Ich habe persönlich jetzt nichts vorbereitet, thementechnisch, aber es ist so viel Bullshit passiert in letzter Zeit. Uns fällt bestimmt spontan was ein. Und wenn es Sigmar Gabriel ist. Passt mal auf. Also, wir verbinden Burghausen, das schöne, idyllische Burghausen, irgendwo in XYZ. Verbinden wir. Wir sehen, das muss ich auch noch aktivieren. Das merke ich gerade. Wir sehen die Abdeckung der Station. Das war nicht gewollt. Das war ein Verklicker. Mach ich gerade noch. Das geht, glaube ich, auch über Anzeige. Stationsabdeckung anzeigen. Wo ist das? Transparent, Gebäude minimieren, Stationsabdeckung anzeigen. So. Das ist wieder so ein bisschen das entspannte Gameplay, was man vielleicht schon vorher von mir kannte oder so. Soll heißen, wenn ich nebenher mal einen Schluck Wasser trinke oder mal eben eine Nachricht auf dem Handy schreibe, seid mir nicht böse. Im Geiste bin ich immer zu 100% bei euch. Okay. Also, was haben wir eigentlich hier? Ein Chemiewerk. Das ist interessant. Wer möchte denn mit dem Chemiewerk arbeiten? Eine Druckerei, die nicht so weit weg ist, okay. Und eine Pferdekopfölpumpe, die auch nicht so weit weg ist. Also da könnte man sich später noch ein kleines Zugeld verdienen, wenn man da ein bisschen die Ressourcen von A nach B befördert. Aber wie gesagt, wir bleiben erstmal bei den lieben Personen, die unbedingt in die Großstadt Jena wollen. Naja, aber jeder fängt mal klein an. Wir könnten uns natürlich auch direkt in eine Großstadt setzen, aber... Soll ich ehrlich sein? Ich find's viel niedlicher, wenn man so ein ganz kleines, so ein Dorf hier, so ein Kaff mit einer Bushaltestelle verbindet. Deswegen sind die auch alle so klein. Und über die Jahre hinweg, wenn man die vernünftig beliefert und Post abholt und macht und tut, dann wachsen diese Städte nämlich. Und ja, wenn man das ein bisschen gespielt hat, über eine Stunde oder zwei, und sieht irgendwann, dass diese kleinen Anfangsdörfer plötzlich riesengroß sind, dann denkt man sich nämlich auch, okay, das ist ganz alleine mein Verdienst, ohne mich wäre das nie geschehen. Und irgendwie pusht das ja da einen, das pusht den Charakter, das pusht einen so ein bisschen. Finde ich persönlich. Vielleicht bin ich auch einfach nur der sympathische Geistesgestörte von nebenan. Apropos pushen. So, die Pferdekopfölpumpe, da wollen Leute arbeiten, die müssen da auch hin. Apropos pushen. Ich habe mich extra ein bisschen aufgedreht. Ausnahmsweise, der eine oder andere, den mich kennt, wird da schon eine Vermutung haben. Nicht... Mit Energy Drinks, da versuche ich wieder mal von wegzukommen, weil die immer noch ungesund und böse sind. Behaupte ich jetzt einfach mal. Und weil ich sie sowieso nicht vertrage. Oh Mann, das ist lange nicht mehr gespielt. So. Sondern, auch nicht mit Kaffee, sondern einfach mit Schokolade. Denn nach Kaffee und Energy Drinks und schwarzem Tee ist Kaffee doch ein sehr zuverlässiger Energieträger und vor allem. Und das wird oft unterschätzt, das ist nämlich bei Kaffee meistens nicht der Fall und bei Energy erst recht nicht. Vor allem hebt Schokolade die Laune. Und das ist, glaube ich, gerade für mich ganz, ganz wichtig. Gute Laune ist immer wichtig, weil gute Laune fördert das Dummgeschwätz. Und Dummgeschwätz ist das, naja, würde ich welches mit verdienen, würde ich sagen, Dummgeschwätz ist mehr Kapital, aber das ist ja jetzt leider nicht der Fall. Aber ich arbeite dran.
Vielleicht bin ich schon nächste Woche mal beim Bayerischen Rundfunk und lese die Wetternachrichten. Und dann habe ich, glaube ich, Verbot in allen Landesmedienanstalten, wenn ich einmal online war. Aber gut, das ist ein anderes Blatt Papier. Gut, wir haben also jetzt ein paar Stationen gebaut. Das sieht wunderschön aus. Ich gucke nochmal auf die Uhr. Hat alles geklappt bisher. Es mangelt natürlich jetzt noch an Fahrzeugen, weil allein von den Stationen tut man entgegen allen Erwartungen kein Geld verdienen. Deswegen, wir machen das ein bisschen abseits, weil ich finde, wenn ich die Dinger so nah an der Stadt baue, ich finde die später nicht mehr. Deswegen bauen wir uns. Wir kürzen hier ab. Wir schmeißen uns in riesengroße Unkosten. Das kostet alles Geld. Also Dingskosten, Instandhaltungskosten. Aber das ist uns jetzt egal. Ich will ja auch ein bisschen hier, also wenn ich jetzt hochfinanziell bauen würde, würde ich das nicht tun. Aber ich will ja hier auch ein bisschen posen. Deswegen benutze ich auch die günstigste Straßehürde. Nein, will ja auch ein bisschen posen und mal zeigen, was ich hier so drauf habe. Und auch zeigen, dass mich Instandhaltungskosten nicht davon abschrecken, pleite zu gehen. Und ja, deswegen bauen wir jetzt hier so einen kleinen Wartungshof mitten in The Pampa. Und vielleicht bietet es sich später an, dass wir hier dann einen Bahnhof bauen. Bahnhof? Einen Hafen. Einen Hafen bauen. Mit dem wir dann Waren irgendwo hinschippern. Ich habe zwar eben keine schöne Stelle dafür gesehen, aber das entscheidet sich dann später. Was ihr im Übrigen die ganze Zeit teilweise ein bisschen penetrant im Hintergrund hört, das ist die, Achtung, nicht schlecht gemachte Hintergrundmusik in MIDI-Format. Also alles, was ihr hört, ist in MIDI gesampelt. Wie ich finde, sehr gut. Ist natürlich nicht jedermanns Geschmack. Ich meine, MIDI ist ein Standard, der wurde irgendwann, ich glaube, Ende der 80er, Anfang der 90er eingeführt, um grundlegende Töne und Melodien wiederzugeben, ohne viel Hardware-Ressourcen zu fressen, weil die einfach damals nicht da waren. MIDI wird, glaube ich, eingelesen wie ein Notenblatt. Wenn man sich Mühe gibt, ist eine MIDI-Datei nicht größer als ein paar Kilobyte und läuft trotzdem 6 oder 7 Stunden lang, wenn sie sich permanent wiederholt. Und, ja. Aber trotzdem, das hat Potenzial. Finde ich eigentlich wirklich schade, dass das nicht mehr so eingesetzt wird. Naja. Unabhängig davon verbinden wir gerade alle Haltestellen miteinander. Möglichst nützlich. Ich hoffe, ich mache soweit noch alles richtig. Guck gerade mal, ob wir auch alles haben. Ja, das sieht aber vernünftiger aus bisher, oder? Also, bisschen Hickmack-Fetter. Und man kann jetzt noch sagen Rückfahrkarte. Das mache ich aber absichtlich nicht. Aus Gründen, weil dann kriegt man weniger Kohle. Je länger die Distanz zwischen zwei Häuschen ist, desto mehr Geld kriegt man. Das heißt, wenn er irgendwann hier hinten ist und fährt die ganze Strecke zurück, dann ist das wahrscheinlich die Strecke, die am meisten Kohle bringt. Kann ich jetzt noch den Liniennamen eingeben? Ich glaube ja. Weiß ich nicht, von A nach B. Ist ein doofer Name, werde ich nachher nicht mehr wissen, was die tut. Später mache ich das ein bisschen professioneller. Hoffe ich. Gut. Das Schöne ist, ich starte jetzt diesen Bus. Wo ist er? Und wenn ich irgendwann merke, dass die Strecke ausgelastet ist, kann ich machen, indem ich mir den Bus angucke. Wenn ich jetzt irgendwann merke, dass die Strecke komplett ausgelastet ist und ich eigentlich mehr Busse einstellen müsste, dann sage ich dem nächsten Bus, brauche ich hier nicht immer einzeln klicken, sondern sage einfach, pass auf, fahr Linie von A nach B. Und dann fährt er dann mit und ist voll hoch zufrieden und macht seinen Job. Und ich krieg hoffentlich ein Ass full of money. So, lustiges Hängeklingeln. Ich könnte jetzt zumindest mal so charmant zu euch sein und könnte das Klingeln ausschalten. Und das 18 Megabyte Video, was ich gerade geschickt bekommen habe, werde ich mir jetzt nicht anschauen. So, Vibrationsalarm. Kann ich nebenher ein bisschen drauf gucken, ohne dass es euch ansackt. Wo sind wir eigentlich? Wir sind im, Jahr 1930. Das hätte man noch umstellen können. Habe ich aber nicht gemacht. Das heißt, wir müssen uns mit der Technik von damals quasi zufrieden geben. Ah, wobei man über ein Fahrzeug, das 50 km/h fährt und 39 Personen transportieren kann, 1930 schon streiten könnte. Aber wer bin ich? Und letztendlich ist es ja nur ein Spiel. So, nun wollen wir doch mal schauen, ob es sich hier ein wenig Cash verdienen lässt.